Willkommen hier zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie du mit Googlen Geld verdienen kannst, beziehungsweise nicht mit Googlen, sondern mit jeder Suchanfrage, die du im Internet tätigst, wie du damit Geld verdienen kannst. Und zwar heißt diese Suchmaschine, die du dafür verwenden musst, Presearch. Das ist einfach nur ein Plugin, was du dir bei Firefox, Chrome, überall sozusagen rein installieren kannst. Wenn du dann deinen Browser öffnest, sieht das Ganze dann so aus. Und wenn du dann jetzt hier zum Beispiel Geld verdienen eingibst, hast du auch schon Geld verdient. Du bekommst dann hier sozusagen, wie finanziert sich das Ganze? Du bekommst dann hier, wie bei Google sozusagen, eine Ad. Die sehen wir jetzt hier. Und wenn du jetzt da draufklicken würdest, würde Presearch Geld verdienen. Und der hier diese Anzeige geschaltet hat, würde halt Presearch bezahlen. Und Presearch gibt dir halt einen Teil des Geldes, was sie einnehmen, an dich weiter. Presearch zahlt das Ganze jetzt nicht irgendwie per PayPal oder so aus, sondern die haben einen eigenen Token. Das ist der Presearch Token. Dann kann man sich auch ganz normal bei CoinGecko angucken. Hier sehen wir ihn schon. Das ist der Presearch Token, abgekürzt PRE. Und dann sehen wir jetzt hier schon, dass der 0,14 Cent wert ist, also 1,5 Cent gerundet, sage ich jetzt mal. Vom Kurs her, wenn wir uns das Ganze mal über Maximalzeitraum ansehen, ist der, wir sehen hier am Anfang, immer bei den Anfängen bei den Währungen ist das so, aber danach ist der immer auf einem, gerade hier auf einem sehr konstanten Level. Das heißt, von den Kursschwankungen her ist er nicht gerade schlecht. Also du hast ja eigentlich ein sehr gleichbleibendes Preisniveau, was meiner Meinung nach sehr gut ist. Was man jetzt natürlich hier natürlich sagen muss, ist, du googelst wahrscheinlich jeden Tag mehrere Male. Alles Mögliche googelst du. Und Presearch zahlt dir dann hier pro Suchanfrage einen Token aus. Das heißt, du verdienst dann pro Suchanfrage 1,5 Cent. Mag jetzt für den einen oder anderen nicht viel klingen, aber wenn wir das Ganze mal hochrechnen würden, dann könnte das Ganze schon einiges sein. Also wenn wir das Ganze jetzt mal überlegen, man googelt so pro Tag um die 20 Sachen. Das heißt, man verdient ja dann 20 mal 0,014. So, dann wären wir jetzt hier bei 28 Cent am Tag. Wenn wir das hier dann mal 365 rechnen, würde man hier 102 Euro verdienen. Was meiner Meinung nach echt gut ist, dafür, dass du einfach nichts anders machst. Das ist halt eine coole Sache, was meiner Meinung nach immer sehr gut ist. Wenn du einfach Alltagsdinge sozusagen so umbaust, dass sie dir was Geld bringen. Das heißt, du veränderst eigentlich nichts an dem, was du tust, sondern es bringt dir einfach Geld. Das ist hier so eine Methode, finde ich echt cool. Einfach mal, wenn euch das Ganze interessiert, bei Google Presearch eingeben, dann kommt ihr da auf die Webseite, könnt dann hier euch anmelden, euch dann da registrieren und dann könnt ihr hiermit Geld verdienen. So, das war's jetzt hier mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und tschüss.